Vor allem an einem Freitag und dann so spät. Macht einfach kurz den Ton aus. Ist doch nicht so laut gewesen, wie ich gedacht hatte, Ini. Aber es kann auch sein, weil ich den Ton ein bisschen leiser gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Ach, diese Blackscreens. Ich liebe diese Blackscreens, wirklich. Ungelogen. Oh, Black Desert, ein neues Bildchen. Schön. Dann laden wir mal, wir gehen mal auf Kalfjorn 1. Ich gucke immer nach leeren Servern, weil irgendwie bin ich. Möchte mit den Leuten nicht kommunizieren, so. Ah, meine Ohren. Lüge. Ich hoffe, der Stress legt sich auf jeden Fall schnell, Lena. Mir geht es gut, ich bin nur müde. Ich will meine Musik ausstellen. Ich mag das nicht bei Black Desert. Und ich bin mir immer noch nicht unschlüssig, ob ich die. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Spieler-Screenshot. Die hatten jetzt, glaube ich, so ein Tulpen-Screenshot-Event. Und das ist eins davon. Das sieht ziemlich cool aus, eigentlich. Es tut so weh. John, so ist das beim ersten Mal. Wegen dem Auto in der Werkstatt, Lena. Hatte leiser gemacht. Und ja, ging noch. Vaseline hilft. In dem Kontext, nee, sie ist Vaseline vielleicht auch nicht so. Ah! Okay, warte mal, wir müssen eben noch die Webcam auf den Chat schieben. Ihr sollt ja nicht sehen, was für pornöse Nachrichten. Wollt nicht das Spiel schieben, hallo? Quatsch, so. Dann besser. Das Bildchen ist auf jeden Fall sehr süß. Kann die Musik hier mal ausgehen? Hallo, ich wollte die Musik ausmachen. Sie läuft einfach konsequent weiter. So, jetzt komme ich nicht mehr ins Spiel. Nee, das ist eine Schrott. Und suche jetzt ein neues. Oh, das ist Kacke. Warum? Was? Wieso bin ich im Wasser? Ah, oh nein! Oh nein, ich bin von meinem coolen Floß runtergefallen. Ich werde jetzt nicht angeln. Wir könnten angeln gehen und dann einfach quatschen. Wir werden aber erstmal in die Option reingehen und den Sound wieder anmachen. Ich habe den nämlich ausgemacht. Weil, so. Gott, diese Frame-Einbrüche. Adjelina, ich drücke dir meine Daumen. Ich hoffe auch, dass du ein gutes neues Auto findest. Ich hab. Ach so, ich bin im Wasser gewesen. Ich dachte schon, warum glänze ich denn so? Widerlich. 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 Okay. Das ist gerade so abgelaufen, richtig. Ich habe eigentlich einen Glitch. Muss mal eben mein Geld hier abholen. Ich war in Glitch gewesen und bin dann nochmal zurück in die Stadt Velia gegangen, wo wir uns aktuell gerade befinden. Wo wir uns gerade befinden. Und ja, ich habe herausgefunden, hier in der Stadt gibt es nochmal ganz viele Quests, die einem auch vieles erklären. Zum Beispiel, ich habe mir mein erstes Floß gebaut. Warte, das können wir hier sehen. Das heißt auch Verdammnis, weil das ist auch ein verdammtes Schiff einfach. Das ist hier dieses kleine Floß, nicht das Schiff dahinter, nein, dieses Floß hier, was da so im Wasser rumwabbert. Ja, das habe ich mir erbaut. Das ist sehr schön. Das ist super. Ja, und wir haben noch ein paar Missionen. Wir müssen zum Beispiel auch noch zwei Anemonefische angeln. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das Angeln ziemlich langwierig ist und ich euch das jetzt auch nicht unbedingt antun möchte. Das ist so eine Sache, die auch tatsächlich besser ist, wo ich einfach sage, das mache ich lieber passiv. Also, dann in dem Moment, wenn ich eben. Ach, ihr wisst schon. So! Gucken wir mal. Nee, ich wollte nicht auf die Karte gucken. Wir müssen Steine noch sammeln. Genau, ich brauche noch ein paar Steine. Wir müssen zu einem Laubenhof. Bartsteinpulver. So, zu der Tante gehen wir, um uns eine schäbige Spitzhacke zu kaufen. Mit der Spitzhacke. Wir haben gerade die stumpfe Axt ausgerüstet. Wir brauchen nochmal eine Spitzhacke. Da bin ich fast die gleiche Level wie Isa im Black Desert. Oh, spielst du auch Black Desert? Ja, aber jetzt eins fürs Wochenende zum Probefahren. Probefahren, ja.
Und war bei unserer Mechanik und er sagte, das Auto wäre in dem Sinne auch Schrott. Na toll. Das hört man ja auch gerne dann, ne? Wir gehen mal Richtung Laubenhof und gucken, dass wir mal irgendwie Steine zum Abbauen finden. Ich bin nur... Oh, das könnte eventuell sein, ein Stein sein da hinten, den man abbauen kann. Bin aber nicht sicher. Warum nicht? So, ich habe, glaube ich, Steine noch nicht so richtig abgebaut. Deswegen wird es jetzt spaßig. Ich habe keine Ahnung, wo man Steine finden kann, tatsächlich. Parasitenbienen, das ist schön. Problem. Ich frage mich immer noch, warum die Hose so eine Lücke hat im Schritt. Ja, damit keine Reibung mit dem Stoff und dem Oberschenkel entsteht. Und dass die Oberschenkel dann wunderschön aussehen, um eben andere Dinge zu tätigen, die man gegebenenfalls tätigen möchte. Warte, wen sollen wir aufsuchen? Wir sollen ihn aufsuchen. This is Hallo. Was? Gibt das überhaupt Sinn? Wie sieht es bei euch aus? Ihr könnt bei mir Beitragspunkte investieren. Macht euch die Entscheidung nicht so schwer. Ihr könnt die Beitragspunkte später immer noch von mir zurücknehmen. The field is a mess. Ihr habt keine Ahnung von der Investition von Beitragspunkten, was? Wenn ihr beim Posten Beitragspunkte investiert, eröffnen sich viele neue Möglichkeiten für euch. Ihr könnt bei einem Hof Feldfrüchte produzieren oder Handel betreiben und Güter transportieren, indem ihr den entsprechenden Posten mit anderen Posten verbindet. Öffnet die Karte, indem ihr im Gespräch auf Postenverwaltung klickt und dann auf die Investition. Dann machen wir das einfach mal, wir müssen es eh machen. Wir sollen die Beitragspunkte, wir haben 40 aktuell von 85, Beitragspunkte bekommt man über Quests und dergleichen. Wir können ja auch sehen, wir können hier eine Kartoffelkiste bekommen und Kartoffeln auch, beziehungsweise auch Kartoffeln wahrscheinlich dann anbauen. Ich klicke jetzt einfach mal darauf, dass wir die Beitragspunkte hier investieren. Und jetzt müssen wir nochmal mit ihm reden. Seid ihr hier, um Beitragspunkte in den Hof zu investieren? Klingt doch spitze. Ja, das haben wir getan. Oh, ich muss mir nochmal die Nase putzen, es tut mir leid. Ach, verdammt, meine... Schwarz funktioniert. Ich muss gleich eh schon mal niesen. Ich hasse Allergie. Okay, machen wir das mal hier. Ihr habt die Posten gerade verbunden, wählt ein Haus auf dem Hof aus und baut einen Erntebündler. Die Aufgabe eines Erntebündlers ist es, die Feldfrüchte zu verarbeiten, sodass es gehandelt werden kann. Baut euren Erntebündler und lasst eine Kartoffelkiste herstellen, bringt diese Kartoffelkiste dann zu mir. Ihr könnt selbst Feldfrüchte ernten, doch mit Hilfe von Arbeitern könnt ihr eine Massenproduktion durchführen. Natürlich ist dabei der richtige Ablauf zu beachten. Als erstes braucht ihr dafür meine Einwilligung. Wenn ihr in den entsprechenden Produktionsposten meines Hofes investiert, erlaube ich euch mal Kartoffelfeld zu verwenden. Aber ihr braucht euch nicht unter Druck gesetzt zu fühlen. Ihr könnt den Beitragspunkt jederzeit wieder zurückziehen, wenn ihr wollt. Es ist schön, dass sie das immer sagen. Oh nein! Um sie an andere entsprechen, dann, ich möchte das. Wir machen keine Handelsquests. Die Handelsquests sind scheiße. Warte ich schon bei anderen Orten im Umfeld von Velia? Beim Fintohof zum Beispiel? Wenn ihr von Velia aus direkt nach Osten geht, gelangt ihr zum Friedhof. Der Hof gehört Martina Finto, der Frau von David Finto, dem Inhaber des Gasthauses von Velia. Marwurf, schön, dass du da bist. Guten Abend. Chaostag, aber ich glaube... Ach, da ist wieder irgendein Weltboss gestorben. Ich glaube, an Karma, man bekommt alles auch irgendwie viel besser zurück. Chaos ist einfach, ich weiß gar nicht, weil ich einfach Chaos im Kopf habe. Nur deswegen. Ja, annehmen. This is Logia Farm. Okay, das ist immer wieder toll. Man geht irgendwo hin und bekommt plötzlich 100 Millionen Quests. Und deswegen, Martina, okay, warte mal. Wir sollen ein Haus kaufen, hat er gesagt, ne? Und das sollen wir dann... Das haben wir noch gar nicht gekauft. Kann das sein? Wir sollen das als Erntemünder kaufen. Warte mal, wie sehen die Häuser aus, die ich gekauft habe? Ich muss hier mal eben... Na, raus, hier rein. Die sehen so aus. Ah, okay, dann wenn sie blau sind, dann haben sie noch nicht gekauft. Okay, cool. Dann machen wir hier eben... Warte mal, wenn wir... Gut, dann machen wir jetzt hier eben... Kaufen wir das einmal. Das kostet... 2000 Silbermünzen, dauert 2 Minütchen. Ja, wollen wir kaufen und dann geht da auch ein Chaostag, ja. Dann geht da auch so ein Mensch rein. Wir müssen jetzt ein paar Sekunden warten, also ein paar Sekunden bedeuten ein paar Minuten. Aber
Ja. Ich bin gerade verwirrt von den Quests, die ich habe. Wieso habe ich denn, es werden immer mehr Quests. Ist, wieso habe ich hier so eine Handelsquest? Gib die auf. Ich will die nicht machen. Weg damit. Östliches Balenus. Was ist das? Das ist mit den Anemonefischen. Geht zu Ruwand. Wo ist der denn? Wo ist der? Müssen eh noch warten. Warte mal, wir laufen hier. Ich hätte auch irgendwo noch ein Pferd, das ist richtig, aber das habe ich jetzt in der Stadt stehen lassen. Ach ja, und Isa, ich spiele Black Desert und nie. Nein, die Antwort kam nicht zu spät. Nein, nein. Warum hast du mich denn nie geaddet? Ja, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Hallöchen, Iris! Frage ist, welchen verkackten Stein darf ich abbauen? Und woran wird mir das ersichtlich? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall, warte mal, wir haben jetzt die Hütte fertig. So, Produktionsverwaltung. Wir sollen eine Kartoffelkiste herstellen. Das Herstellungsmaterialien, wir haben anscheinend genug Kartoffeln und genug Schwarzpulver, also mach es. Lager ist voll. Ach, so ein Fuh. Warte mal, kann ich nicht hier, Mama, hier, Lager, ja. So, ich vergrößere gerade mein Lager einfach, indem ich ein Haus gekauft habe, was ich gerade Lager kann. Wie, du spielst auch? Nein, nein, ich spiele nicht. Ich wünsche nach ein ganz tolles Träumchen, Iris. Oh ja, die wünsche ich dir auch, mein Liebste. Oh, was denn hier? Oh, ich habe was Neues entdeckt. Oder? Weiß ich nicht. Vielleicht. Wir können mit der Kiste sprechen. Ah, oh, die Kiste erzählt mir sehr viele Weisheiten. Hallo. Söhne von Parasitensöhnen. Okay. Wahrscheinlich wollte er was anderes sagen, aber das piepst nie mehr jetzt aus. Hallo. Wenn ich eines Tages nicht mehr da sein sollte, bitte, bitte für meine friedvolle Ruhe. Was ist das? Was ist? Dieser Ort ist einfach so gefährlich. Was kann ich für dich tun? Solltet ihr ein Söldner sein, dann habe ich Arbeit für euch. Seht ihr diese wilden Bestien? Nein, ich sehe nur so Menschen, die auf Eseln reiten. Ich habe keine Angst vor ihnen, aber es ist nicht... Ich mache mir nur Sorgen um den Transport der Wertgegenstände. Könnt ihr den Träger auf dem Esel zu Bahar begleiten? Ihr würdet mir einen großen Gefallen erweisen. Ich bin mal busy. Viel Spaß, Jordan. Ravant ist wirklich so ein Weichei, was? Wie wär's, wenn wir die Lieferung stattdessen an Tante Mansi verkaufen? Der zahlt uns wenigstens mehr als dieser Knauser Baha. Aha! Tägliche Quest. Keine Light of Driven. This world we venture out in contains day and night. It gets pitch dark during the night. When darkness falls, it may become hard to find your way around. That's when a lantern becomes handy. I'm sure it will be great help to you. Er hat mir jetzt eine Laterne gegeben. Danke, Brudi, für die Laterne, die ich schon habe. Okay, wir haben das jetzt hier mit den Kartoffeln. So, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Mach halt mal. Arbeit beginnen. Hat so funktioniert, das dauert jetzt eine Viertelstunde. Och Gottchen. Ihr geht dann in unser Lager hinein, in dem hier was in der Stadt ist, aber das ist okay. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um... Ja, komm. Warte, wohin soll der überhaupt? Ich weiß gerade gar nicht, welche Quest ich mache. Ja, der ist schon ein bisschen gewachsen, das stimmt. Das stimmt, ich muss mal eben gucken. Produktion. Ach, das ist immer noch mit dem... Ach, wir hätten noch mit Camellia Laube reden müssen. Wir müssen noch mit dem reden. Oi. Frank den Dieb. Ich muss mal eben die Quest finden. Einen Augenblick. Hä?
Sprechen wir jetzt passende Wörter? Ja, machen wir gerade. Warte mal, Geist. Hallo? So. Die Laternenquest ist damit mal fertig. Wunderbar, das ist total toll. Ah ja, hier, diese Mission ist das. Ja, rennen wir mal nicht querfeldein mit ihm. Ist, glaube ich, nicht so geil. Dauert sowieso jetzt ein bisschen, dass er mitkommt. Ja, die sind nicht so schnell. Deswegen eigentlich empfiehlt es sich, rückwärts zu laufen. Huch. Wieso ist denn das Fenster jetzt da? Weiß ich nicht. Das ist eigenartig. Ich hoffe, das Skill-Menü oben links geht auch wieder zu. Ich bin mir da aber nicht sicher gerade. Naja, macht ja nichts. Na komm! Es ist ein bisschen fürchterlich, weil eigentlich dachte ich so, oh ja, ich gehe mal einfach so die Main-Quest hier weiter. Und jetzt kommen halt so die ganzen Basics. Wie produziere ich was? Wie erstelle ich was? Wie mache ich das mit den Früchten? Das ist halt alles so eine zusammenhängende Quest, was auch echt cool gemacht ist. Aber ich denke mir so, es ist ein bisschen spät. Also ich hätte das gerne in Olvia, also in der Anfangsstadt, wo man mit den Charakteren anfängt, viel lieber gesehen als hier. Kann mal eben gucken in den Optionen. Steuerung. Spiel. Lassen die UI einfach vereinfachen. Achso, dann wird das ausgeblendet. Okay. Ein Moment mal eben. Videoanleitung brauchen wir nicht. Duell-Herausforderung, obwohl Perlenproduktion, die kleinen Trade Requests. Anmeldebenachrichtigung, Zielhilfe, verwendet Mausbewegung, entscheidende Angriffseffekte anzeigen. Könnte das gewesen sein? Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal. Haben wir es jetzt mal ausgemacht? Ist sowieso überladen von allen möglichen Symboliken hier. Habe ich eigentlich jetzt noch einen Arbeitsvertrag? Ich habe einfach drei Arbeitsverträge, mit denen ich nichts anfangen kann gerade. Symboliken oder Katholiken? Das ist nur die Frage. Aber Symboliken. Tatsächlich. What do you want? Willkommen, Sie ganz außerhalb sprechen mit dieser Sprache. Ich werde euch gut entlohnen. Ja, das will ich auch hoffen. Ist das nicht das Zeug für Bahar, diesen Sauhund? Ha! Das gefällt mir. Vielen Dank, dass ihr es gemacht habt. Kein Ding. Goblins are always running away. Okay, dann sprechen wir mal eben mit Artemio. Was wollt ihr? Weinerstempel für mich? Ich werde schon von dem Frühstück was bechern. Heutigen Tag lebe ich, als wäre das mein letzter. Verschwindet. Wenn ihr Wein erstellen wollt, braucht ihr eine Essenz. Eine Likör. Essenz, das geht ganz schön auf die Stimmbänder. Die braucht ihr, sonst könnt ihr keinen Wein, Schnaps oder sonst was herstellen. Nebenbei gefragt, wer zum Teufel seid? Ach, fühlt euch hier wie zu Hause. Okay. Wie machen wir jetzt Wein? Das ist die Frage. Likör-Essenz, was steht denn da? Stellt Maismehl her, indem ihr Mais malt. Geht zu eurem Wohnsitz, verwendet die kochende Zutaten hinzu. Ein Gärmittel, ein Maismehl und ein Apfel. Gärmittel, Maismehl und ein Apfel. Ein Apfel müssten wir halt noch finden. Okay. Hallo? Hä?
Gottchen. Es sind so viele Missionen, die ich nicht verstehe. Das ist der Fisch. Einfach kochen, da wird zwei Weizen und ein Mineral. Was das Problem ist, wir haben keinen Weizen mehr. Das weiß ich. Aber wir haben doch Apfel. Ach. Dann machen wir das jetzt erstmal mit dem Wein fertig. Wo ist das mit dem Malen? Malen? Herstellen. Wir müssen zwei freie Plätze. Natürlich müssen wir zwei freie Plätze. Wir müssen immer zwei freie Plätze haben, ne? Ja, ich finde das auch fürchterlich. Und eigentlich bin ich nur auf der Suche nach Stein. Das ist unfassbar. Man macht